Hallo meine Hübschen, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr von einem Tages-Make-up auf einen Abend-Make-up wechseln könnt. Und das super schnell und super einfach mit ganz wenigen Schminksachen. Ich wollte euch auch noch eine Technik zeigen, eine einfache Technik, wie ihr Wimpern kleben könnt. Ja. Alle, die es aufgegeben haben, probiert es wirklich aus. Es ist wirklich einfach. Und zwar ist es halbe Wimpern zu benutzen. Genau. Halbe Wimpern kann man kaufen oder die kann man selber machen. Ein Beispiel, falls ihr mit solchen Wimpern geht es am besten. Und zwar solche, die außen kurz sind und die Wimpern innen länger sind. Dann kann man einfach in der Hälfte schneiden und dann hat man aus einer Wimpern hat man zwei. Und gehen wir gleich zum Tutorial. Starten wir gleich mit dem Lidschatten. Und zwar nehme ich Make-up Geek Corrupt mit einem flachen Make-up Pinsel. Ich nehme da ein bisschen Puder auf und verdichte ein bisschen die Wimpern. Was ich hier noch mache ist, ich verlängere leicht das Auge und zwar und verlängere optisch das Auge. Seht ihr diesen Strich? Ich verbinde es dann mit dem oberen Strich, was ich gemacht habe. Dann habe ich so quasi wie ein Eyeliner-Strich. Danach nehme ich ein bisschen dunkelbraunen Lidschatten, nehme ich das mit einem Bleistiftpinsel auf und gehe dann unter den Wimpernkranz entlang bis zur Mitte. Und jetzt kommt das Beste, das Wawawum, und zwar die falschen Wimpern. Ich trage da ein bisschen Leim drauf. Während die Wimpern trocknen, mache ich jetzt Lippenstift drauf und ich muss schauen, dass da wirklich, dass der Lipgloss weg ist, sonst haftet da der matte Lippenstift nicht. So, mittlerweile sind die Lidschatten getrocknet, also der Leim. Jetzt kann ich mit meinem Lieblingsmascara 10 Kilo Mascara auftragen. Also ja, je mehr, desto besser. Ich verwende den von Pupa Vamp Mascara, der ist Hammer. Zuletzt können wir noch ein bisschen Bronzer auftragen. Bahama Mama von The Balm verwende ich und das verwende ich hauptsächlich zum Konturieren. Ich hoffe, dass dieses super einfache Tutorial euch gefallen hat. Ich werde versuchen, öfters so wirklich kurze Videos zu machen. Allgemein, ich habe auch gemerkt, im Alltag hat man nicht Zeit, 30 Minuten oder eine Stunde für das Make-up zu investieren. Deswegen versuche ich wirklich schnelle Schminktipps zu geben und was für den Alltag, eigentlich Alltag, ja, nützlich sein können. Ich hoffe wirklich, dass euch das Video gefallen hat. Lassen wir einen Daumen hoch, falls ja. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, meine Hübschen!